Hallo mal wieder. Hier ist wieder Gruntek. Wir spielen mal wieder Rise and Shine, Teil 4 mittlerweile. Wir haben eben gerade diesen netten Herrn hier gerettet, diesen Koloss. Und der hat jetzt eben gerade noch einen Grundsatz erstampft. Und wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Mal gucken, ob wir heute nochmal so einen extrem perversen Bug finden, der diesen Stream quasi immer wieder behindern möchte, wird, je nachdem. Hat mich schon ein bisschen verärgert, wenn ich ehrlich bin. Aber was soll's. Spiel ist ja noch nicht lange raus. Mal gucken, was also gleich passiert. Nein! Das ist doch der verdammte Hund von Duck Hunter, oder? Kannst du ihn abschießen? Ah ja, hast du verdient, du Arschloch. Weiter geht's. Also das Setting finde ich immer wieder total geil. Sieht einfach echt schön aus. Problem, Ionenkanone. Also muss ich hier die ganze Zeit zwischen Waffen wechseln. Das ist recht kompliziert. Okay, die Dinger töten mich One-Hit. Weiß noch nicht so recht, was ich überhaupt machen soll. Aber ich hab. Ah, okay. Ich soll die Ionenkanone benutzen, um diese Schalter im Boden kaputt zu machen. Schneller, 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 schneller. Kommt sie ab. So, weiter geht's. Ja, klappt auch heute schon viel besser als gestern, ne? Ich bin gestern, glaube ich, 30 Mal gestorben oder so. Okay. Ah, das war nicht so eine geile Idee. Herrlich, wie die Bosse einfach mal alle komplett anders sind. Wow, okay. Dieses Spiel macht mich fertig, ey. Das Problem ist, dass ich einfach viel zu voreilig da immer reinholze. Und er auch jedes Mal so extrem langsam nachlädt.
Und dabei habe ich mir vorgenommen, nicht mehr so oft zu sterben heute. So. Eigentlich gar nicht so schwer, wenn man sich so ein bisschen konzentriert. Guckt euch diese schönen Pilze an. Und diesen armen Menschen da oben. Und den da auch. Aber die Pilze sind schön. Der königliche Palast. Ist das Mario auf... Ja, das ist Mario auf... Heavy Metal Yoshi, so sieht das aus. Die ganzen Soldaten haben so einen Tod. Hut auf und die ganzen Mario-Bilder. Sieht nicht gerade vielversprechend aus. Und sogar Donkey Kong ist drauf. Und Bowser. Mario! Nein, da vorne am Thron. Oh nein! Ja, sag ich doch. Ist das? Ja, das ist der König. Wow. Ich kann nicht glauben, dass diese Monster trotz der zahlreichen Verteidiger hier hereingelangen konnten. Scheint, als hätte er etwas in der Hand. Ja, eine NES. Das ist ein Famigramm. Lange her. Hoffentlich müssen wir nicht hineinpusten, damit es funktioniert. Ja, was funktioniert immer? Mal sehen, was passiert, wenn ich... Ich hoffe, diese Nachricht erreicht den Träger von Schein. In diesem Moment greifen die Weltraumgrunzer unsere Verteidigungsanlagen an und sie brechen jeden Augenblick durch. Ich habe erfahren, dass der legendäre Krieger in der Schlacht von Candyland gefallen ist. Das ist tragisch und ein schrecklicher Verlust für unsere Truppen. Als neuer Träger von Schein wisst ihr sicher bereits, welche wichtige Rolle die Lenker im Kampf gegen unsere Feinde spielen. Durch die Verbindung zu ihnen und die unbegrenzten Extra-Leben ist Schein unersetzlich für uns. Ihr seid bei weitem unsere stärkste Waffe. Wall of Text. Doch trotz all eurer Macht werdet ihr nicht in der Lage sein, die Grunzer aufzuhalten. Es sind zu viele und sie sind zu stark und zu gut ausgebildet. Sie zerstören jeden Planeten, auf den ihr Blick fällt. Wir vermuten außerdem, dass jemand von uns ihnen Informationen über unsere Verteidigung verrät. Ihre Angriffe zielen viel zu präzise auf unsere Schwachstellen. Doch es gibt doch etwas, das unseren Planeten retten kann. Ihr müsst nach RPG City gehen und in den Odyssey-Tempel aufsuchen. Schein ist der Schlüssel zum Tempel, deshalb kann unser Träger den Tempel betreten. Wow, RPG City? In diesem Tempel befindet sich die letzte Hoffnung, die Game of noch hat. Noch bleibt. Ich fürchte, ich kann euch nicht begleiten. Es heißt, die Grunzer setzen chemische Waffen gegen uns ein und es tut mir leid. Meine letzten Gedanken gelten meiner Familie und der Königin. Wir alle hoffen auf euren Sieg. Oh, what the fuck? Oh, die Palastbewohner. Es sind einfach viel zu viele. Noch mehr Zombies. Wie originell. Oh, Sackgasse, Kleiner. Nein. Wir sind erledigt. Rice. Arr. Spring, Rice. Na los, du schaffst das, Kleiner. Danke, dass Sie zurückgekommen sind. Ich habe nicht weitergeklickt. Ah, dieser Platz war ein einziger Albtraum, sogar für eine alte Knarre wie mich. Wow, es klang nach einer guten Idee, durch die Abwasserkanäle abzuhauen, aber laut dem Radar kriegen wir mächtig Gesellschaft. Rice, an die Kanonen auf dem unteren Deck. Schieß auf alles, was sich bewegt. Ich versuche, die EMP-Bombe wieder aufzuladen, aber das wird eine Weile dauern. Du musst das Schiff so lange verteidigen. Geht klar? Okay, ich habe jetzt nur diese Elektrowaffe. Schön, wie bei Gradius früher. Ist ja ein witziges Gimmick. Oh,
Da oben tickt unser EMP runter. Weiter geht's. Den machen wir auch noch kaputt. Oh, ein recht großes Magazin. Der Kasten hier. Ich kann aber nicht irgendwie alle Kugeln abwehren. Das geht leider nicht. Jetzt irgendwie alles ein bisschen too much. Okay. Boah, ich muss noch 47 Sekunden, ich habe keine HP mehr. Alter. Boah. Hab ich auch was nicht mitgekriegt? Wie soll ich das machen? Ich kann das verdammte Schiff bewegen. Wie geil. Und ich frage mich, wie soll ich das denn bitte schaffen? Ja, dann ist ja der Easy Mode. Dafür, dass ich das Schiff eben nicht gelenkt habe, war das eigentlich ziemlich gut sogar. Ja, easy. 100 HP Run. Plötzlich ist es absolut machbar. Ja, das Spiel schenkt einem echt nichts. Das ist einfach so. Irgendwie muss man sich hier alles so ein bisschen selber beibringen. Ja, das wäre schwer geworden, den allen auszuweichen, ohne sich zu bewegen. Wow, Digga. Echt jetzt? Nein, 100 HP Run. Gefailt. Boah, die deffen den aber ziemlich gut. 5 Sekunden noch, ja. Easy. Oh yeah, genauso teilt man ordentlich aus. Puh, das haben wir gut hingekriegt, Kleiner. Wir? Ha, du hast ja fast nichts gemacht.
Was? Ich habe immerhin die ganze Zeit die Klappe gehalten. Dafür solltest du mehr als dankbar sein. Okay, du hast recht. Das hat wirklich enorm geholfen. Jungs, wir müssen unbedingt landen. Ich hatte nicht bedacht, dass die EMP-Bombe auch unser Triebwerk ausschaltet. Vielleicht schaffen wir es auf die NSC-Insel. Da können wir bestimmt landen, glaube ich, stand da. Ich weiß es nicht. So schnell kann ich noch nicht mal lesen. Ich versuche das Triebwerk hinzukriegen, aber wir brauchen eine neue Zündkerze, wenn wir RPG City erreichen wollen. Vielleicht kannst du in der Stadt einen auftreiben. Rice, hier nimm dieses Funkgerät und melde dich, wenn du was gefunden hast. Sollte noch für einen kurzen Trip reichen, um euch aufzusammeln. Ich gebe mein Bestes. Ja, ich glaube, jetzt mache ich schon mal einen Cut. Waren jetzt schon wieder 15 Minuten, irgendwie gingen die echt schnell vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Teil. Ciao.